Wenn wir uns estnische Karten anschauen und diese anschließend mit russischen Karten vergleichen, dann fällt uns schnell ein gravierender Unterschied auf. Denn auf vielen estnischen Karten ist das Land deutlich größer und reicht deutlich weiter östlich. Und wenn wir uns jetzt internationale Karten, wie zum Beispiel Google Maps, anschauen, dann liegt die Grenze irgendwo dazwischen. Und es handelt sich hierbei nicht etwa um einen Kartenfehler, sondern um ein weiteres Konfliktfeld zwischen Russland und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Denn Russland hielt sich nicht an die zuvor festgelegten Grenzverträge. Es weigert sich bis heute, die Territorien abzutreten und zog kurzerhand seine eigene Grenze. Dementsprechend kuriose Grenzverläufe und Grenzkonflikte gibt es daher bis heute. Nicht nur wurden mehrere Städte und Dörfer einmal mittendrin geteilt, auch eine der wichtigsten Straßen im Osten Estlands verläuft dadurch zwischenzeitlich durch russisches Territorium. Dadurch bleibt die russischsprachige Minderheit Estlands bis heute eng mit Russland verbunden und viele fürchten, dass dort ein potenzieller russischer Angriff auf die NATO stattfinden könnte. Es wird also dringend Zeit, dass wir diese Region genauer unter die Lupe nehmen. Warum hält Russland bis heute estnisches Territorium besetzt? Was macht die Grenze so spektakulär und warum sorgt sie für so großes Konfliktpotenzial? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Estland hatte wohl eine der brutalsten Geschichten der Region und wurde mehrmals von allen umliegenden Ländern erobert oder aufgeteilt. Darunter waren Dänemark, der Deutsche Orden, Schweden, Polen und Russland. Es sollte daher bis zum 24. Februar 1918 dauern, bis Estland erstmals seine staatliche Unabhängigkeit erlangte. Inmitten des Ersten Weltkriegs, nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches während der Wirren der Oktoberrevolution 1917, sah Estland nun die einmalige Chance, sich vom Russischen Reich zu lösen. Die estnische Regierung führte daraufhin Volksabstimmungen in den Grenzregionen zu Russland durch, um eine einheitliche Grenze nach demokratischem Vorbild festzulegen. Dabei ging es besonders um die bedeutende Grenzstadt Narva, wo ein überwältigender Teil für die neu gegründete estnische Verwaltung stimmte. Und auch die neue bolschewistische Regierung erkannte diese Volksabstimmung an und akzeptierte die neue Grenze. Doch nur für wenige Monate. Denn bereits gegen Ende des Jahres 1918 startete die Sowjetunion eine letzte verzweifelte Offensive, um die verlorenen Gebiete im Baltikum zurückzuerobern. Diese scheiterte aber, da Estland von der weißrussischen Nordwestarmee und der britischen Marine unterstützt wurde. Auf Druck der Briten kam es nun zu einer Gegenoffensive, die aber ebenfalls schnell verpuffte. Estland und die Sowjetunion wurden damit an den Verhandlungstisch gezwungen und die neue Grenze sollte nun offiziell vertraglich festgelegt werden. Und so entstand der Vertrag von Tartu, der bis heute nachwirkt. Die neu gezogene Grenze verlief nämlich weitestgehend entlang des Flusses Narva. An einigen Stellen wurden Estland aber Landstreifen östlich der Narva zugesprochen. So verschmolz zum Beispiel die Stadt Narva mit ihrer östlichen Zwillingsstadt Ivangorod. Doch heutzutage verläuft zwischen beiden ehemaligen Stadtteilen eine harte Grenze, an der die EU und der Westen mit Russland aufeinandertreffen. Was geschah also in der Zwischenzeit? Es folgten, wie so häufig in der Geschichte Estlands, neue Eroberungszüge. Denn die staatliche Unabhängigkeit war nur von kurzer Dauer. Im geheimen Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts wurde Estland der sowjetischen Einflusssphäre zugesprochen. Im Juni 1940 nutzte die Sowjetunion daher zuerst politische und dann militärische Mittel, um Estland zu besetzen. Dies geschah unter dem Vorwand, die estnische Regierung hätte einen Vertrag verletzt, der die Stationierung sowjetischer Truppen im Land erlauben würde. In Wirklichkeit war dies natürlich nur ein strategischer Zug, um die baltischen Staaten zu annektieren und die sowjetische Kontrolle zu festigen. Politische Parteien wurden verboten, die Opposition wurde brutal unterdrückt und Tausende von Esten wurden deportiert oder ermordet. Alle Maßnahmen zielten darauf ab, jeglichen Widerstand zu brechen und die estnische Kultur und Identität zu untergraben. Formal wurde Estland im August 1940 als Estnische Sozialistische Sowjetrepublik in die Sowjetunion eingegliedert. Die Grenze wurde beibehalten und bildete nun die administrative Demarkationslinie zwischen beiden Sowjetrepubliken. Doch auch dieser Zustand sollte nur von kurzer Dauer sein. Bereits knapp ein Jahr später begann der Deutsche Ostfeldzug, wobei die Nazis auch das Gebiet Estlands eroberten. Viele Esten sahen die Deutschen zunächst als Befreier an, die die estnische Unabhängigkeit wiederherstellen würden. Aber Hitler lag wohl nichts ferner, als den Esten Freiheit und Unabhängigkeit zu gewähren. Bereits einen Tag nach der offiziellen Annexion wurden alle zuvor gehissten estnischen Flaggen wieder eingeholt und durch deutsche ersetzt. Auch hier wurde die Opposition brutal unterdrückt und innerhalb kürzester Zeit wurden alle estnischen Juden ermordet. Doch trotz der Repressalien gegen die Bevölkerung meldeten sich zahlreiche Esten, um freiwillig für die Deutschen zu kämpfen. Denn viele Esten glaubten weiterhin daran, dass der Weg zum eigenen Staat nur über die Deutschen führen würde. Und so kämpften bis 1944 ca. 70.000 Esten auf Seiten der Deutschen. Auf der anderen Seite schlossen sich aber auch viele Esten der Roten Armee an, ebenfalls mit dem Ziel der Befreiung und Wiederherstellung der Eigenstaatlichkeit.
Welche von beiden Seiten damals richtig handelte, ist übrigens bis heute ein viel diskutiertes Thema innerhalb der estnischen Bevölkerung. Denn es gab wohl nur die Wahl zwischen Pest und Cholera und beiden Seiten lag wohl nichts ferner als die estnische Unabhängigkeit. Im Frühjahr 1944 erreichte die Rote Armee dann aber auf jeden Fall wieder den Fluss Narva und bombardierte die Grenzstadt Narva in Schutt und Asche. Bis Oktober zogen sich dann alle Wehrmachtsverbände zurück und Estland wurde wieder sowjetisch. Und nun erklärte die Sowjetunion den estnischen Unabhängigkeitsvertrag für nichtig und annektierte wieder alle Gebiete östlich der Narva und auch einige weitere Dörfer. Diese wurden nun alle Teil der russischen Sowjetrepublik. Letztendlich spielte dies aber in den nächsten Jahrzehnten keine allzu große Rolle, da sowieso alles sowjetisch war und sich dadurch nur die Verwaltungsgrenze etwas änderte. Doch nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Estlands wurde die Grenzfrage wieder sehr wichtig. Es kam nun zu Verhandlungen zwischen Russland und Estland, um die Grenzen von 1920 wiederherzustellen. Jedoch zeichnete sich schnell ab, dass es in Russland keinen Willen gäbe, die zuvor annektierten Gebiete wieder zurückzugeben. Die Verhandlungen zogen sich daher immer weiter, wobei sich Estland sogar bereit erklärte, einige der Territorien östlich der Narva Russland zu überlassen. Russland wollte aber alle Territorien und zudem störte es sich an einer Präambel des Vertrages, die den Vertrag von Tartu von 1920 erwähnte. Es kam so 2005 zwar zur Unterzeichnung eines Vertrages von den Außenministern beider Länder, Russland zog seine Unterschrift allerdings schnell wieder zurück und es kam auch nie zu einer Ratifizierung des Vertrages. Im Jahr 2014 kam es zu einem erneuten Vorstoß, wobei der Vertrag ohne die umstrittene Präambel erneut unterzeichnet wurde. Trotzdem blieb auch dieses Mal die Ratifizierung durch die russische Duma aus. Und mit der Annexion der Krim verschlechterten sich dann die Beziehungen zwischen beiden Staaten massiv. Während estnische und russische Grenzbeamte zunächst noch in mehreren Grenzsicherheitsfragen zusammenarbeiteten, schotteten sich beide Seiten nun zunehmend ab. Im Jahr 2018 begann Estland mit dem Bau eines dauerhaften Stahlzauns entlang der 135 Kilometer langen Landgrenze zu Russland. Und nach der Invasion in der Ukraine 2022 schlossen alle drei baltischen Staaten ihre Grenze zu Russland vollständig. Zwischen mehreren Städten und Dörfern befindet sich daher heute die harte Grenze zwischen EU und NATO und Russland. Ein besonders skurriler Grenzübergang verläuft dabei auf der Fernstraße von Farska nach Saatse im Südosten Estlands. Dadurch, dass Russland dort bis heute Territorium hält, verläuft diese Straße auf mehreren Kilometern durch russisches Gebiet. Transitreisende dürfen diese Straße zwar frei befahren, jedoch ist diese nur für Kraftfahrzeuge erlaubt. Fußgänger und Radfahrer sind also nicht erlaubt. Zudem ist auch das Anhalten oder gar Aussteigen strengstens verboten. Wir sehen also, wie tief die Gräben zwischen beiden Staaten mittlerweile sind. Besonders deutlich wird das auch in Narva, wo überall EU- und Ukraine-Flaggen wehen. Auf der anderen Seite erblickt man dahingegen die russischen Fahnen und Putin-Plakate. Der einzige Übergang ist eine Brücke mit dem Namen Freundschaft. Doch nichts ist wohl weiter von der Realität entfernt. Direkt 2022 wurde sie für jeglichen Autoverkehr gesperrt. Lediglich Fußgänger dürfen sie noch überqueren, um beispielsweise Verwandte auf der anderen Flussseite zu besuchen. Die Zusammenarbeit ist aber auf einem Tiefpunkt, denn viele Esten fürchten sich vor einem russischen Einmarsch. Putin könnte dabei eine ähnliche Taktik wie bereits in der Ukraine anwenden und den Schutz von russischen Minderheiten als Argument für einen Einmarsch nutzen. Denn auch Estland hat einen gewaltigen Anteil ethnischer Russen. Landesweit stellen diese ca. 30% und in den Grenzregionen wie Narva sind es teilweise über 95%. Diese weigern sich bis heute estnisch zu lernen oder sich tiefer in die Gesellschaft zu integrieren und sie konsumieren quasi ausschließlich die russischen staatlichen Medien. Und Putin weiß Estland auch stets geschickt zu provozieren. Immer wieder verletzen russische Kampfjets den estnischen Luftraum. Es kommt zu stetigen Cyberangriffen auf estnische Infrastruktur und kürzlich wurde sogar das gesamte GPS-Netz im Osten Estlands gestört. Mehrere Fluggesellschaften fliegen seitdem die zweitgrößte estnische Stadt Tartu gar nicht mehr an. So, das war's mit dem Video. Kanntet ihr diesen seltsamen Grenzverlauf? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten kann ich euch noch sehr mein Video über den außergewöhnlichen deutsch-niederländischen Grenzverlauf empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier, viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.